Heute wird der Gewinner des sagenumwobenen Preises für den besten Alterslife-Servers bekannt gegeben. Wir haben uns zu den 10 Kandidaten einige Gedanken gemacht und jedem Server einer größenwahnsinnigen Bewertung unterzogen. Dies sind aber nur 50% des Ganzen. Also die Hälfte. Beziehungsweise das Doppelte von einem Viertel. Die anderen 12/24 kamen von euch. Die Endergebnisse sahen wie folgt aus. Trotz 83 optimistischen Votern und Platz 8 der Zuschauerwertung konnte der Bürgersteigstolperer Mobe Gaming nicht vollständig überzeugen. Hätte man alles richtig gemacht, statt alles falsch, hätte man vielleicht sogar den ersten Platz holen können. So muss sich der Server mit dem ersten Platz von hinten begnügen. Herzlichen Glückwunsch! Bei Easter Gaming wart ihr noch nicht ganz so positiv gestimmt. Hier habt ihr Easter Gaming auf den letzten Platz verbannt. Wir dagegen haben doch einige gute Seiten finden können und somit einigen wir uns auf Platz 9. Einverstanden? Schlumpfbande belegt den 8. Platz. Mehr gibt's hier nicht zu sagen. Bei Platz 7 wurde es denn doch mal spannend. Hier konnte aber letztlich durch euch unsere Meinung über den Haufen geworfen werden. Schade für die Vision Altes, aber Alpha Gaming ist somit auf Platz 7. Und wer hätte es gedacht? Die Vision Altes ist dann 6. Wir wünschen euch damit viel Spaß und feiert nicht zu ausgelassen. Platz 5 tut uns ein bisschen in der Seele weh. Wir sahen Heimathafen Gaming mindestens auf dem Treppchen. Aber mit dieser Meinung waren wir und 156 andere die einzigen. Bei Platz 4 waren wir ziemlich überrascht. Dieser Server war für uns auf jeden Fall unter den Top 3. Zudem hätten wir ein weitaus besseres Voting als 245 Stimmen vermutet. Allerdings holte uns die schockierende Wahrheit bei den Ergebnissen ein. Just for Fun Gaming wird Number 4. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Uns fiel die Wahl der ersten drei Server nicht gerade einfach. Neighborhood Live war zwar ein Kandidat, der sehr gut war, kam aber unserer Meinung nach nicht gegen Just for Fun Gaming an. Das sieht man unter anderem daran, dass wir nicht einmal den richtigen Namen des Servers wussten. Trotzdem belegt der Server einen verdienten 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille. So, Platz 2. Mit anderen Worten auch Platz 1, denn der Server, den wir jetzt nicht sagen, ist automatisch auf dem 1. Platz. Witzig, oder? Aber wir schweifen ab. Live Your Life und USA Live sind sowohl im Zuschauerranking als auch in unserer Bewertung auf Platz 1 und 2. Doch die Entscheidung war nicht einfach. Das Zuschauerranking war das Zünglein an der Waage. Denn bei euch ist der 2. Platz Live Your Life geworden. Mit dieser Meinung lassen wir euch nicht alleine stehen. Wir waren uns tatsächlich einmal einig. Wir hoffen dennoch, dass sich der Server bei einer möglichen Neuausgabe des Preises für den besten Alteslife-Server wieder bewirbt und sich dann den 1. Platz erkämpft. Was soll man dazu noch sagen? USA Life ist auf dem 1. gelandet. In erster Linie liegt dies wohl an dem ausgefallenen Konzept mit den USA und Mexiko. Doch was bringt dem Server das Ganze jetzt? Ja, Leute, passt auf. Als kleinen Gewinn von uns bekommt der Server ein SUV-Skin im DSP-Design mit der Aufschrift Bester altes Live-Server 2017. Wenn ihr also auf USA Live spielt, stellt sicher, dass ihr euch den zeitlich begrenzten Skin holt. Für schlappe 40.000 Geld. Als Dankeschön von dem USA-Team gibt es aber noch mehr. Donator-Icons sind komplett zugänglich und für eine ganze Woche frei. Mexikaner kriegen statt 8.000 sogar 50.000 Dollar. Genauso viel wie beim Start als US-Bürger. Krass hoch. Zudem schaltet euch der Server direkt weitere Spawnpunkte für Zaros, Atira, Sofia und einige andere frei. Also Leute, es lohnt sich auf den Server vorbeizuschauen. Alle Zugangsdaten findet ihr auch in der Videobeschreibung. Herzlichen Glückwunsch an USA Live und sein Team. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder darum geht, den besten Preis der Welt abzuräumen.